So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Und wir sind hier angekommen. Wir werden Ulfric schon bald aus Windhelm vertreiben. Und dann habe ich seinen Kopf auf dem Silbertablett. Ey, was seid ihr alle für aggressive Leute? Du guckst ganz, ganz böse. Gellius, Tullius. Du siehst aus wie Caesar. Darf ich dir das mal sagen? Redet mit Lega Drecke. Sie wird darüber entscheiden, ob ihr euch für die Armee eignet. Wie läuft der Krieg? Cilius oder Jacesi? Es gibt dort zwar nicht viel, aber wenn wir Winterfeste zurückerobern können, sollte unsere Nähe zu Windhelm Ulfric unruhig machen und ihn dazu zwingen, Truppen in seiner Heimat zu postieren. Okay, also, was macht die kaiserliche Armee in Himmelsrand? Die Armee war schon immer da. Sorgten wir nicht für Ordnung, breche in den Provinzen Barbarei und Gesetzlosigkeit aus. Insbesondere in Himmelsrand. Nehmt zum Beispiel Ulfrics Sturmmantel und seine kleine Rebellion. Ihr könnt jedoch sicher sein, dass seine Tage gezählt sind. Okay, ja, ich bedanke... Habt ihr immer in Himmelsrand gelebt? Ich komme ursprünglich aus Skrodiil und wurde vom Kaiser höchstpersönlich hierher entsandt. Ich werde oft an Orte geschickt, an denen es Probleme gibt. Nun, ich bin mir zwar sicher, dass das alles schrecklich interessant für euch ist, aber ich habe gerade etwas Wichtiges zu tun. Ja, ist in Ordnung. Wir gehen natürlich weiter. Habt ihr eine Meldung für mich? Gute Frage. Ihr habt Helden überlebt? Ja. General Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Echte? Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Das stimmt. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Und danke. Das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. Ja, okay. Ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Wollt. Was für eine Prüfung? Eine Prüfung, die eure Fähigkeiten unter Stress testet. Hab ich schon genug gehabt. Ich schicke euch die Festung Rarkstar, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Shit. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Ja, das habe ich schon mal gehört, junge Frau. Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Rarkstad ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Ich gehe alleine. Ich bin mir da nicht so sicher. Die Festung gehört schon so gut wie euch. Gut, das wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Ja, und so schnell sind wir, ja, abgeschlossen trifft die kaiserliche Armee bei. So schnell ist man natürlich Soldat heutzutage und ja, jeder Soldat ist natürlich auch inbegriffen dafür da, irgendwie was mitzunehmen. Ich brauche noch Gold. So, ich traue mich aber gerade nicht hier. Ja, ich traue mich gerade hier. Also, habt ihr eine Meldung für mich? Nein, junge Frau, ich brauche Gold. Ich brauche ein Pferd. Jeder Soldat braucht ein Gefährt. Und ich finde ihn in meiner Ross. So. Ja, ich gucke mal, ob ich hier irgendwie was mitnehmen kann. Ach du lieber Gott, jetzt sind wir noch im Kerker gelandet. Na, das passt ja subi. Oh oh. Was? Stehlen? Moos. Für was brauche ich denn Moos? Ich brauche Gold, Freunde, Gold. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ich glaube, da kann ich Ihnen aushelfen, aber mach ich nicht. Oh, Trollschädel. Den nehme ich mit. Den stelle ich mir irgendwann auf den Kamin. So, gibt's hier irgendwie... Ihr wisst schon, was ich suche? Ich muss euch das ja nicht mehr erklären. So. Ah, hier sieht's supi aus dafür.
Ich nehme mal die paar Schwerter mit, die können wir ganz gut zu Geld machen. Was? Du trägst schon wieder zu viel, du kannst nicht mal rennen, Mann, das ist laut, Mann! Nein! Das kann doch gar nicht sein, ich habe doch so viel verkauft und ihr wisst schon. So, 0,1. Ne, das bringt ja viel. Gewicht 1. Ja, wir finden ja auch extrem immer viel, das ist es ja. Dafür macht es auch nichts, wenn wir mal wirklich ein bisschen was unnützes essen. Nein! Mann! Fast! Nein! Ganz ruhig. Ja. Schön. Gold! 9! Ja! 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 Nein! Braucht doch keiner. Wer 2? Nee. Er tut denn Brot in eine Truhe und schließt sie dann noch ab. Na gut, zumindest hier kann das noch gut möglich sein. So, Wert? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Krieg ich sie auf? Ich krieg sie nicht auf. Ja, okay. Bevor ich mir jetzt die ganzen Dietriche abbreche, lasse ich das natürlich mal. Na, gucken wir mal weiter hier. Hi. Lasst mich in Frieden, Kaiserliche. Ich habe euch nichts zu sagen. Ihr seid hier für meine nächste Befragung? Nö. Zeit habe ich im Überfluss. Das glaube ich. Das glaube ich sofort hier. Oh Mann. Es ist das, was ich denke? Ja. Es ist genau das, was du denkst. Es ist der Kerker. So, ist aber gar keiner da, oder? Gar keiner daheim hier. Also, so schlimm kann es ja nicht sein. Also ist ja keiner da. Gut, dann machen wir natürlich mal wieder raus. So, Ine ist da. Eine verzweifelte Seele. So, öffnen Tür. What? Wo bin ich denn jetzt hingekommen? In der Folterkammer? Alter Scheiße. Oh, Scheiße. Was ist denn das? Ich nehme dir mal das Werkzeug weg. Kann sie nicht mehr strangulieren und morden. Ah, du trägst zu viel, du kannst nicht mehr tragen, ey. Das ist doch nicht schön. Ehrlich jetzt, guck mal. 110 Wert, den müssen wir auf jeden Fall verkaufen. Die Axt. Ich muss es verkaufen können. Narod, irgendwann. So, Eisenhelm werde ich jetzt mal ganz kurz fallen lassen. Dass wir natürlich mal wieder ein bisschen Slots frei bekommen. Oh, der Arme. Der Arme. Streckbank. Oh, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. So. Ja, ich glaube hier. Huch. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt hingekommen, ja. Guck mal. Hier gibt's nix. Raus. Wo kommen wir jetzt hin? Castle. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder raus aus. Ja, am Verlies. Okay. Wir gucken mal auf die andere Seite. Ich glaube, das ist der Eingang zum Gefängnis. Kann das sein? Das ist die Küche. Ah.
Oh, hier ist bestimmt viel Gold. Hier ist bestimmt viel Gold, Mann. Wert 20. Kaiserliche Stiefel. Ich muss irgendwie verkaufen können. Keine Ahnung. 200. Alter Scheiße. Wir müssen wirklich verkaufen können. Ich hau die Stiefel nochmal raus. Ich muss erstmal verkaufen. Es nützt nichts. Ich habe schon wieder so viel Zeug hier. Schade, dass wir keine weiteren Slots freischalten können für viel mehr Objekte. wie kommt man denn jetzt wieder hier aus die Burg? Ich glaube, wir kommen jetzt gar nicht raus. Ah, okay. Oder? Ihr habt uns verraten. Ich komme nachher gleich wieder. Ich komme sofort wieder. Ich will bloß kurz verkaufen. Oder gibt es hier auch einen Händler? Hier gibt es bestimmt einen Händler, oder? Verschließt das Stadttor. Was? Eine schöne Torwache wart ihr. Macht schon weiter. Verräter. Ich muss ganz kurz mal schlafen, weil hier ist keiner da. Ich brauche unbedingt einen Händler. Nützt nichts. Ich muss hier wirklich Geld loswerden, weil ich brauche nachher das Pferd. Ich will unbedingt das Pferd haben. So, wie sieht's aus? Kein Händler da. Schlafen. Schlafen bis morgen früh. So. Einmal schön schlafen. So, guck mal. Ja, Mann. Warum komme ich denn immer auf diese blöde Zeit hier? So. 6 Uhr, 7, 8, 9, 10, 11. Ulfric Sturmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Wo indem ist... Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt. Wo ist denn... die Bewohner von Einsamkeit verraten. Wo sind eure Händler? Das ist es doch ein ist Händler, überhaupt oder? Überhaupt kein Mord geschehen. Ulfric hat Torek herausgefordert. Oh, ist das schön hier. Er hat den Großkönig in einem Fehl... Legt euch lieber hin. Hallo, ich bin Gisli. So, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Okay. Alle machen das. Dies ist die uralte Tradition von ich suche erstmal einen Händler. Wir reden später weiter. Ja, das machen wir. Das machen wir, die Viking. Wir gucken mal kurz rein. Ich brauche erstmal einen Händler. Ganz, ganz wichtig. Ich muss hier unbedingt mal Zeug loswerden. So. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Sehr schöne Taverne. Wie gräuselig. Gräuselig. Mirat. Okay, es ist aber auch noch kein Händler. So. Ich brauche erstmal einen Händler, es nützt nichts. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ich komme sofort wieder. Ich muss erstmal einen Händler finden. Draußen waren leider keine Händler. Einsamkeit entdeckt, okay. Ist jetzt hier vorne ein Händler? Warum ist das hier so mau mit Händlern? Wo sind die alle? Ich glaube, ich hatte mehr erwartet. Ist das hier ein Händler? Nee. Oder? Doch. Ein Händler. Rein in den guten alten Händler. Wanderer, ich hoffe, der hat genug. Haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Aber nein. Leider habe ich keine Zeit, sie mir anzuhören. Ich brauche meinen Händler, guter Mann. Kommen Sie. Kommen Sie bitte. Ja, ich möchte was verkaufen. Ich hoffe, Sie haben genug Gold. Ein Verräter bis zum Ende. Was ist denn? Beirand sagte, ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Subi. Werf deinen Blick drauf. Hat mir nie besser gefallen. So, sie haben 770 Gold. Okay. Junge Frau, ich habe Ihnen da was mitgebracht. Was ich natürlich nicht verkaufen kann. Subi. Echt jetzt? Ist das euer Ernst? 200 wert und die will 67 bezahlen. Ist das jetzt der Ernst, Mädchen? Ah, schön. Ich muss aber wirklich was loswerden, das ist es. Ich muss unbedingt was loswerden, zum Beispiel dieses Zeug hier. Dietriche möchte ich natürlich behalten. Pferdfell. Merkt damit. Totenschädel 2.
So, aber das, was ich eigentlich verkaufen wollte, will sie gar nicht haben. Okay. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Ja, dankeschön. Bin gerade extrem deprimiert. Schön. Ja, zumindest da müssen wir noch ein bisschen warten. Das nützt nichts. So, und wenn ich jetzt wieder gucke hier, ne? Wert, gucke, da ist die Axt und die will sie nicht haben. Schön, ich habe gedacht, ich kann das hier verkaufen. Will sie leider nicht haben. So, na gut. Dann ist das so. Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Ja, Gold ist immer gut. Woran habt ihr gedacht, mein guter Mann? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Wir können einander helfen. Auf jeden Fall sind wir ähnlich. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Auf jeden Fall sind wir ähnlich, mein guter Mann. Ich bin kein Dieb. Ich bin ganz Ohr. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Mhm. Ihr wollt also, dass ich den Leuchtturm zum IRA zum Erlöschen bringe? Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Begonnen. Light aus. Ja, Licht aus. So, was passiert mit den Seeleuten auf dem Boot? Ja, das kann sich wahrscheinlich jeder denken. Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Ein Schiff auflaufen lassen. Ich sollte euch der Wache übergeben. Nee, das war ja doppelt gemobbelt. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Ja, genau so ist mein Plan. So, meine Lieben. Wir gucken uns natürlich mal ganz kurz nochmal hier um. Hier drinnen war die Schenke. Was ist hier oben? Wer sind Sie? Hallo? Vorsicht in meiner Stadt. Diese Axt wollt ihr nicht in Aktion erleben. Ach. Ess du mal dein Brot, junger Mann. Oh, wie schön. Schön! So, meine Lieben, ja. Eine schöne Taube da draußen. Ich muss kurz gucken, wo es dahin geht. Sorry. Ich muss natürlich mal ein bisschen was verkaufen, weil hier oben will die das nicht haben. Also muss ich mal kurz unten am Hafen gucken, ob die das da haben möchte. Und wenn nicht, ja, dann müssen wir halt weiter sammeln irgendwo. Und gucken, wie wir natürlich anderweitig an Geld kommen. So, es war genau der Weg, wo ich hin wollte. Ich muss mal ganz kurz am Hafen runter. Das machen wir auch mal. Und nebenbei gucken wir natürlich mal, ob es hier drinnen noch was gibt. Wir gehen mal ganz kurz hoch. Würde mich mal interessieren. So, meine Maus ist heute auch irgendwie komisch. Ja, genau. Ja, hier oben gibt es aber leider nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Also deswegen machen wir wieder runter hier. Und werden jetzt mal runter zum Hafen gehen. Da sind wir ja schon vor uns gute Sachen losgeworden. Oder in der letzten Folge vor uns. Bei mir war es vor uns. So, wo geht's denn hier zum Hafen? Ich glaube, hier unten. Soll ich euch mitnehmen? Nein. Alles gut, dankeschön. Ich möchte zum Hafen.
Und hier unten sind die Schiffe. So, und dann wollen wir mal gucken, ob die genau das haben möchte, was ich denen anbieten möchte. Das wäre sehr, sehr schön. Dann kann ich nämlich auch gleich das Pferdchen kaufen. So ist der Plan. Weil ich möchte unbedingt das Pferd haben. Für die längeren Reisen ist das bequemer. Vielleicht kann man das in dem Pferd auch ein bisschen mehr unterbringen. Als Lager, würde ich meinen. So. Ihr da, redet mit Eierbrüdern. Ja, keiner da. Ihr wollt sicher jemand anderen. Ich bin nur der Stalljunge. Ich möchte jemanden zum Verkaufen. Kinder da oder wie oder was? Ich kümmere mich um die Pferde, um die Ziegen, um die Hühner und den Garten. Oh, wie schön das hier aussieht. Guck doch mal das Wasser an. Ich muss doch ganz kurz mal gucken. Oh, schön. Kleiner mal ein Fisch gelütet. Oh, ist das ein Traum. Guckt euch mal das Wasser an hier. Oh, das riecht schön aus. So, wo ist denn jetzt hier der Händler? Ihr wollt sicher jemand anderen. Ich bin nur der Stalljunge. Ihr wollt ein Messer? Wollt ihr sie in euren Bauch? Nein. Ruhe hier, ich brauche einen Händler. Ich brauche einen Händler, Händler. Und ich würde mal sagen, das machen wir natürlich in der nächsten Folge hier bei Disgrim. Und ja, meine lieben Freunde, ich versuche zumindest in der nächsten Folge hier mal den Händler zu erwischen, dass wir natürlich 1000 Taler hier bekommen, 1000 Taler Gold. Und ja, wenn ich die natürlich dann habe, werden wir dann natürlich ein... Benötigt ihr ein Boot? Ich kann euch zu jedem Hafen entlang der Küste bringen. Nee, brauche ich gerade nicht. Wie gesagt, wenn ich die 1000 Gold habe, möchte ich dann natürlich dieses Pferd da oben kaufen. Dass ich vielleicht, ich versuche na, zumindest denke ich, dass ich ein paar, ja, Speicherplätze mehr dadurch bekomme. Also zumindest Abstellfläche. Ich nenne es mal Abstellfläche. Nein, doch nicht ins Wasser, Mensch. Ich wollte hier ins Boot. Ach Mann. So, und deswegen sage ich heute mal hier außen nass. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen hier bei Disgrim. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Fussel. Tschüss. Ha, Träumchen.